Ja, ich grüße euch. So, befassen wir uns zunächst erstmal mit der Kommunalwahl und im Anschluss machen wir dann noch ein paar Beantwortungen allgemeiner Fragen, die immer wieder aufgetreten sind und die durch Feedback oder irgendwelche E-Mails eingegangen sind. So, Kommunalwahl. Nochmal zur Erklärung. Im Grundgesetz steht, dass der Bund sich herausnimmt, über die Länder zu bestimmen. Ne? Das wurde schon erstmal gegen die HLKO verstoßen. Und in der HLKO steht, dass Landesrecht gilt. So, und im Landesrecht ist festgelegt, dass die Gemeinden und die kreisfreien Städte der Selbstverwaltung unterliegen. So. Das heißt, alle Dinge können die klären, die eine reine Verwaltungstätigkeit sind. Also keine Leitlinien der Politik bestimmen, sondern die immer ausgegebenen Leitlinien, die der Kaiser nun mal irgendwann verfasst hat, einfach umsetzen. So. Und ansonsten das öffentliche Leben und die öffentliche Ordnung und Sicherheit gewähren. Und da haben die Gemeinden vom Kaiser über das Notstandsrecht die Vollmacht, das umzusetzen. Das heißt, wer die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet, ob es nun ewig gibt oder ob das einen Geltungsbereich hat, spielt erstmal keine Rolle. Wenn die öffentliche Ordnung und Sicherheit gefährdet ist, ist die Gemeinde notstandsrechtlich befugt und in der Lage, rein rechtlich, auch ohne Bundesgesetz, die Sachen zu verfügen und in Ordnung zu bringen. Die andere Frage ist, in welchen Windel sie es machen und ob sie dann ihre Kompetenzen überschreiten. Also zum Beispiel wegen 25 Euro einen Haftbefehl erlassen, bis man jemanden eine UBIK bezahlt, nicht bezahlt hat. Das ist natürlich eine Überschreitung der notstandsrechtlichen Kompetenz. Und wer sowas macht, das ist einfach nur Folter und Erpressung. Und dem gehört dann durch einen Verweser, also die einen Haftungsbescheid erteilt. Anders kann man es nicht interpretieren. Und das wird passieren, sobald das Eurosystem hinunterfällt. Grundsätzlich ist es aber so, dass die öffentliche Ordnung und Sicherheit während des Waffenstillstandes absolute Priorität hat. Und auf der anderen Seite muss man sagen, wenn durch solche Maßnahmen wie Willkür, also Vollstreckung von GEZ oder irgendwelchen Sachen, die gar nicht rechtswirksam werden können, weil es nun mal keine Staatsverträge gibt und kein Verweser irgendeinen Staatsvertrag mit irgendwem abgeschlossen hat. Vor allen Dingen kann es also nur eine Forderung geben, wenn ich irgendwas bestellt habe, wo ich die freie Wahl habe, mich dafür zu entscheiden. Ne? Seit Jahren plädiere ich davor, dass die sogenannten öffentlich-rechtlichen Medien, die gar keine öffentlich-rechtlichen Medien sind, weil es auch wieder keinen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit ARD und ZDF gibt, und auch der MDR keine öffentlich-rechtliche Anstalt sind, weil sie keine Ernennungsurkunde vom Kaiser haben. Ganz einfach. Der MDR ist viel später gegründet worden. Das ist die Fortsetzung des DDR-Fernsehens. Und wenn die uns hier die Briefkästen füllen mit ihren schwachsinnigen Beitragsbescheiden, da kann man sich nur an den Kopf fassen. Ist alles Willkür und Übel. So. Und es gehört einfach hier Ordnung geschaffen. So, und jetzt ist die Frage, wer hat die Rechte und auch die Pflichten, derartige Willkür zu unterbinden? Man muss sich wieder ans Notstandsrecht erinnern. Notstandsrecht ist der Handelnde. Also kann der Kreisrat oder das entsprechende Gebiet verfügen, dass die Zustellung von GEZ-Bescheiden zu unterbleiben hat. Einfach aus dem Grund, weil der DDR der BRD nie beitrat. Quatsch. Das unterschreibt der, hat einen Stempel drauf und es wird jedem Haushalt zugestellt und ist Schluss. So, und wenn jetzt irgendein Gerichtsvollzieher noch käme und würde hier Rambazamba machen, na, dann müsste er bei der Polizei Haftbefehl beantragen und ist gut. Und dann wird er so lange ruhig gestellt, bis ihm klar geworden ist, dass er Mist gebaut hat. Ja, dafür ist die Polizei da. So, und so wird Ordnung geschaffen. Und da wird mir angefangen, hier irgendwelche politischen Programme durchzuziehen. Die Leitlinien der Politik sind die vom Kaiser und nicht irgendeiner EU oder irgendeiner Gender-Mainstreaming-Dreck. Das hat ja in Deutschland nichts zu suchen. Das könnt ihr in eurer EU machen und da könnt ihr rumspinnen und irgendwas machen und macht doch von mir aus, sperrt irgendein Gebiet ab außerhalb von Deutschland, schickt alle Verrückten dorthin und lasst uns mit dem Dreck in Frieden. Das ist die Message, die ich habe. So, wir haben uns darum zu kümmern, dass der Waffenstillstand, der nun mal geschlossen worden ist, erhalten bleibt. Das ist unsere Aufgabe. So. Und das verstehe ich unter staatlicher Ordnung und nicht die Umsetzung der Frühsexualisierung oder Gender-Mainstreaming oder irgendwelche Toleranzklapsereien muss ich alles nicht haben. Die wichtigen Probleme sind die Friedenserhaltung und das
nicht durch Übergriffe der NATO, wie auch immer, andere Staaten provoziert werden, um den Bündnisfall auszulesen. Das ist eigentlich das Fatale und Schlimme, was hier passiert. Und ich habe die Vermutung und die Hoffnung, dass sich die Russen das nicht mehr lange angucken, was hier passiert. Spätestens dann, wenn die Situation in der Ukraine entgleitet, also wenn zum Beispiel die Fördermittel der EU nicht mehr in dem Maße fließen können, dann wird die Situation dort kippen. Und dann ist die Frage, wie sich Russland und vor allen Dingen auch wie hier sich die Bevölkerung positioniert. Zurzeit sieht es ja so aus, dass die Stimmung grundsätzlich gekippt ist, dass die Leute eben doch die Politik von Putin befürworten, weil er vernünftig ist und weil er im Rahmen seiner Möglichkeiten sein Volk unterstützt. Und wir erwarten eigentlich von unserer Regierung, dass er unsere Interessen vertritt. Sie sind ja mit dem Versprechen ihrer Parteiprogramme gewählt worden. Nicht, dass jemand, irgendjemand mit seiner Stimme das legalisiert hätte, was sie gemacht haben. Das darf man ja nicht verwechseln. Das heißt, da wir Notstandsleiter gewählt haben, kommt die Entlastung ja erst bei Friedensschluss. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es auch nur eine einzige Entlastung gibt für irgendeine notstandsrechtliche Anordnung. Nicht eine. Weder die Steuergesetzgeber noch die ganzen Rentenreformen, was sie alle beschlossen haben, das ist alles rechtswidrig. So. Ebenso Hartz IV, ja, ist komplett rechtswidrig. Und die Handelnden haften, das ist demzufolge wieder mal der Bearbeiter, der das macht. Ne? Der haftet privat unbeschränkt, wenn er außerhalb der HGO-Bestimmung Bescheide erlässt. Die HGO-Bestimmung besagt, dass diejenigen Leute, denen die Bundesstaatsangehörigkeit zusteht, der Sold des einfachen Soldaten zu zahlen ist. Ob der jetzt im aktiven Dienst ist oder ob er nicht im aktiven Dienst ist, das ist erstmal völlig Rille. Das ist die soziale Grundsicherung. So, denn die eigentliche soziale Sicherung ist Aufgabe des Staates und nicht nur NGO und auch nicht der BRD. So, da müssen sie eben die staatlichen Strukturen wieder aufbauen. Weil die Sozialgesetzgebung kommt ja vom Kaiser, nicht von der BRD. Mal immer wieder sagen. Gut, ich komme schon wieder ins Schwärmen. Also, Kommunalgeschichten. Wir hatten im Anschluss an die Europawahl, hatten wir hier in der Region Kommunalwahlen, Kreistag, wenn es noch weiß. So, wir hatten natürlich gesagt, okay, wir stellen in den Kreisen Kandidaten auf, wo wir genug Leute haben, die wahlberechtigt sind. Chemnitz hat damals 8 Wahlkreise. Und jetzt kommt die Geschichte rein, dass die BRD Kreisreformen gemacht hat und auch Zwangseingemeindung. Und ich richte jetzt mein besonderes Augenmerk mal auf die Stadt und Stadtteil Grünau. Das ist hier mein Einzugsgebiet. Und da gab es einen Ortsvorsteher, der hatte mal eine Umfrage gemacht und hat also ganz Grünau, also Ortsteil von Chemnitz, gefragt, ob sie denn Chemnitz beitreten wollen oder nicht. Kann man ja machen. Ne? Volksentscheide sind ja vom Notstandsleiter immer eine günstige Situation, um eine Entlastung zu befürworten. So, und die Gemeinde hat aber gesagt, zu 97%, wenn ich weiß, wir sind gegen eine Eingemeindung. So, und da wurden natürlich die Pläne der Innenstadt Chemnitz durchkreuzt, Geld aus Grünau rauszuziehen. Ja, weil Grünau ist das größte Grünflächenland und hatte nie eine negative Kassenbilanz. So, muss man einfach so sagen. Ne? Es ist natürlich schon eine Stadt, die ständig über ihre Verhältnisse lebt und einen modernen Wahn hat. Ein verlockendes Angebot, irgendwelche Zwangsmaßnahmen einzuleiten, um sich das Geld des Hauptbahnhofs zu machen. So, und da kam es dann irgendwie zu einem Beschluss einer Zwangseingemeindung. Und zwar erstens mal schon gegen den Beschluss und auch unter Verletzung des Grundgesetzes. Denn im Grundgesetz steht nach Artikel 29 Absatz 8, dass ein Volksentscheid stattzufinden hat, wenn Grenzen verrückt werden. Ja, ob das der Bund ist oder ob das der Freistaat ist, ist eigentlich egal, weil der Freistaat ist auch nur eine Untergliederung des Bundes. Also ein Parteikonstrukt und keine staatliche Struktur. So, und die staatlichen Grenzen darf nur der Verweser verrücken und das hat er nicht gemacht. Ja, also ist die Grenzverrückung und auch die Zwangseingemeindung rechtswidrig. So, und da wir auch wissen, wie in der BRD Urteile ausgefertigt werden, wissen wir hundertprozentig, dass es nur ein Scheinurteil ist, weil die unterliegende Partei wäre hier
Der Ortsvorstand Grüner hat nur ein Scheinurteil und der Ortsvorstand hat aber ein Urteil zu kriegen. Urteil heißt, eine Kopie des Originals mit der Unterschrift der Richter und zwar noch beglaubigt von einer ordnungsgemäß bestellten Urkundsbeamtin. An der ordnungsgemäß bestellten Urkundsbeamtin scheitert die gesamte Geschichte, weil die braucht eine Ernennungsurkunde vom Kaiser, weil die nur halt Beamte sein kann. Ja? Man kann ja nur in einem Parteikonstrukt nicht einfach irgendjemanden Beamten nennen und das mit dem Beamten des Staates gleichstellen. Funktioniert nicht. So, sodass wir also schon eine zweifelhafte Beurkundung haben und wir brauchen nicht lange rätseln. Die Richter haben diese Urkunden nicht unterschrieben und auch diese Urteile nicht unterschrieben. Die haben vielleicht in irgendeinem Schubkasten, haben sie vielleicht eine Unterschrift draufgesetzt, aber da es ja auch immer einen doppelten Aktenbestand gibt, also es gibt immer eine Handakte und eine Verschlussakte. So, in der Verschlussakte mag ja eine Unterschrift drunter sein, aber die Ausfertigung wird ja immer von der Handakte gestellt, weil die Urkundsbeamte will sich natürlich auch nicht strafbar machen. So, die beurkundet eigentlich, dass das Original, da kann man sich dann unterstreiten, welches es gibt, gilt, nicht unterschrieben war. Weil das ist die Ausfertigung. Der Gleichlaut der Ausfertigung heißt, dass die zwei Schreiben völlig identisch sind. So, also eine Kopie. Das Original darstellen und wenn auf dem Original nicht unterschrieben ist, ist es auf der Ausfertigung auch nicht unterschrieben. Tatsch. So, wenn dann noch Ausfertigung draufsteht, ist es eigentlich noch eindeutiger und das ist in den meisten Fällen auch der Fall. Wissen wir also, dass es nicht das Urteil ist, sondern nur eine Ausfertigung. So, und Ausfertigungen können nur rausgegeben werden, wenn es schon ein Urteil gibt. So, da aber unser Ortsvorsteher hier kein Urteil hat, weil ich habe ihn ja persönlich mal angeschrieben, habe gesagt, na, wie sieht es denn aus? Ist denn nur hier unter der Zwangseingemeindungsurkunde eine richterliche Unterschrift oder ist es nicht der Fall? Und da er mir nicht geantwortet hat, weiß ich, dass da die Hütte schon wieder brennt. Dass es also keine ordentliche Ausfertigung ist. So, und mit diesem Wissen ist hier gewählt worden. So, es gab keinen Volksentscheid, es gab noch ein Referendum gegen eine Zwangseingemeindung, es gab ein Scheinurteil zur Zwangseingemeindung. Also so haben drei fatale Wahlentwäschungsgründe. Und wir haben das grundsätzliche Problem, dass die Melderegister ge gefälscht sind. Ja? Also die Einträge der Staatsangehörigkeit stimmen nicht. Stimmen bei allen nicht. So, und unter diesen Vorzeichen sollte also in Chemnitz dann ja, eine Wahl stattfinden. Wir hatten also dann, glaube ich, in zwei Wahlkreisen Kandidaten aufgestellt. Hat ja gereicht, um an der Sitzung dran teilzunehmen. Da hat man dann erstmal versucht, uns mit einer verkürzten Frist eine Einladung zu schicken, also so, dass man gar nicht reagieren kann, das viel zu spät auch einging. Wir haben es einem nochmal einladen müssen. So, und so in einer Sitzung kam dann raus, dass bei der AfD eine Wahlanfechtung gegeben hat, und zwar, weil sie irgendwie ihre eigene Wahlordnung nicht eingehalten haben. Und Leute, die da ursprünglich sich aufstellen lassen wollten in den Gremien, die Wahl angefochten hatten. Und weil die Leitung der AfD nicht darauf reagiert hatte, haben sie dann eine Wahlanfechtung versenkt. Und darüber ist also der Wahlausschuss, Stadtwahlausschuss drüber gestiegen und hat sich geweigert, das zu protokollieren. Und der Leiter vom Wahlausschuss in Chemnitz, der es eigentlich schon jahrelang macht, auf den ich eigentlich große Stücke halte, der hat sich dann dazu hinreißen lassen, eine Protokollfälschung zu begehen, indem er einem Schein geschrieben hat, es wäre alles in Ordnung gewesen. Er hatte nämlich den Vermerk machen müssen, dass es eine Wahlanfechtung gegeben hat. So, und damit fällt die Kandidatenaufstellung der AfD hinunter. Patsch. So, er hat es aber nicht gemacht und die haben dann auch noch so abgestimmt, als hätte es keine Einsprüche gegeben. Wir selber haben ja den Einspruch gemacht, dass das Melderegister nicht stimmt, auch wegen der Staatsangehörigkeit. Das ist auch weggebügelt worden. So, also ist die Kreistagswahl in Chemnitz wieder Wahlbetrug. So. Hinzu kommt, dass wir noch im Vorfeld angefochten haben, dass das Melderegister nicht stimmt. Wir haben nämlich jemanden losgeschickt, der war eine Viertelstunde vor Büroschluss, war er im Briefwahlzentrum, dort wurden die Melderegister ausgelegt. So, und da haben sie einfach, weil sie eher Mittagessen gehen wollen, einfach mal zugeschlossen. Eine Viertelstunde vor Ladenschluss haben sie zugeschlossen. Es gibt ja reguläre Öffnungszeiten, zu denen das stattfinden kann. Und da kann es nicht sein, dass die sagen, kommt eh keiner, machen wir zu. Da fällt die Wahl hinunter. Das haben sie auch ignoriert. So, unabhängig davon waren noch weitere Leute da, die Kontrollen gemacht haben. Und die haben bestätigt, dass in der Maske, in der Abfragemaske des Melderegisters, die Angabe der Staatsangehörigkeit nicht sichtbar war.
So, also kann ich die Korrektheit des Melderegisters auch nicht überprüfen. Brauche ich mir eine lange überlegen. Ich habe dann noch den Kreis-Stadtwahlleiter noch persönlich gefragt, ob die Angabe der Staatsangehörigkeit in der Eingabemaske da war. Das hat er verneint. Also ist der Fall klar, dass die Prüfung des Melderegisters in elektronischer Form, in dieser Form nicht möglich ist. Weil ich müsste zumindest in ausgedruckter Form liegen haben. Und wenn ich mal Namen lese, die grundsätzlich nicht mit deutschen Namenskonventionen in Übereinstimmung zu bringen sind, weiß ich, dass die zwei männlichen Vorformen von dem angeblich Wahlberechtigten nach Bustag nicht wahlberechtigt sind. Patsch. Ja? Ja. Ist vielleicht ein netter Mitbürger und vielleicht auch ein Gastarbeiter, alles okay, kann auch sicherlich hier uns gute Dienste leisten, alles okay, aber ist eben nach der Gesetzgebung, die der Kaiser eben verlassen hat, eine Wahlberechtigt und muss sich in den Gegebenheiten, wie wir unsere Kommunalpolitik vorstellen, fügen. Er kann ja hier seinen Dönerladen betreiben, auch seine, was weiß ich, seine Kulturvorstellung in seiner privaten Wohnung ausleben, hat niemand was dagegen. Ja? Aber eine Einflussnahme in die Politik und in die kulturellen Vorstellungen, die wir hier haben und gewahrt sehen wollen, dieses Recht hat er eben nicht. Weil das gleiche Recht hätte ich in seiner Heimat auch nicht. Ja, ich müsste mich dort auch fügen. Ja, wenn ich in Saudi-Arabien zum Beispiel mir abends ein Glas Wein einschenke im Hotel, kann man sagen, ich habe einen Haftbefehl an der Backe. So, ne, weil es eben dort nicht erlaubt ist. Da muss ich eben mir Ägypten aussuchen, da geht das vielleicht. So, ne, das sind eben die Geflogenheiten. So, da kann ich mir aber dort auch nicht alles erlauben. Also ich kann zum Beispiel nicht mit Straßenschuhen in eine Moschee reinlaufen. Muss man halt wissen. So, da fliegt man dort achtkantig raus und hat vielleicht einen Haftbefehl an der Backe. So, das sind eben diese regionalen Besonderheiten, an die man sich halten muss. So, in den Vereinigten Emiraten haben wir das Problem. Da brauche ich einen Sponsoring-Vertrag, wenn ich dort eine geschäftliche Aktivität machen will. Ne, da muss ich einen finden, der für mich einen Kopf hinhält, wenn irgendeine Behörde irgendwas hat. So, muss in der Regel 2000 Dollar hinterlegen, damit er sich ein Jahr um den ganzen Behördendreck kümmert, inklusive Steuer abführen und die ganzen Anmeldungen. So, zwischen 2.000 und 5.000 Dollar kostet es. Ja, und wenn dann irgendwas nicht stimmt mit irgendwelchen Arbeitspapieren, irgendwelche Arbeitsschutzsachen nicht eingehalten werden, dann ja, hält er dann den Kopf hin und da hält das dann genau so lange hin, bis die Sache in Ordnung gebracht ist und dann kriegst du den Ausreisebescheid. Also ja, bist du dann innerhalb von 14 Tagen, 48 Stunden, wenn du ganz großes Pech hast, wieder raus aus dem Land. So, und so sorgen die Verordnungen. Und da sagt auch keiner, das sind Nazis. Ne? Nee, das sind dann die regionalen Besonderheiten, die sich das jeweilige Land überlegt hat und das steht uns genauso zu. So. Ah, und das soll eben hier in Deutschland alles aufgeweicht werden und wir sollen unsere Selbstbestimmungsrechte beraubt werden. Und da bin ich nicht einverstanden damit. Es gibt doch keine Notwendigkeit, das zu machen. Wir haben nun mal aus dem Altgermanischen heraus gewisse Rahmenbedingungen, die wir erhalten wollen und die seit einigen tausend Jahren Bestand haben. Ja, wir müssen ja überlegen, dass ja die Geschichte des Volkes der Sachs ja, bis 7000 Jahre vor Christus zurückreicht. Ja, das ist eine Tradition, die kein anderes europäisches Volk nachweisen kann. Ja, und da haben sich eben gewisse Gepflogenheiten über die vielen tausend Jahre Tradition eben erhalten. Ja, und da gehört sich eben nicht, dass man jemand anders geschäftlich übervorteilt. Ja, das ist eine völlige Unmöglichkeit. Andere sagen nur, da ist einem clever gewesen. Und nach unserem Verständnis ist es eben eine Unmöglichkeit und solche Leute gehören aus dem geschäftlichen Umfeld entfernt. Ja. Das wäre ein Grund für eine Gewerbeuntersagung. Ja, wenn also jemand arglistisch einen Rechnungsbetrug mache oder irgendwas anderes. Ne? Aber das sieht die BRD überhaupt nicht so. Ne? Die kümmert sich um solche Sachen überhaupt nicht. Und damit sind wir ja nicht einverstanden. Das geht nicht. Ja. Ja. Und ähnliche Dinge. So, man muss natürlich unabhängig davon auch immer entscheiden, wo kommt denn diese ganze Tradition her? Ist es denn wirklich altgermanisch? Ist es denn wirklich christlich? Oder ist ja irgendwelcher andere Dreck, der ja im Hintergrund steht? Ja. So, wir haben ja zum Beispiel die Unterscheidung,
der altgermanischen Tradition, die hier im Markt pflegen, wenn sie denn nicht vom Nimrod stammen. Ne? Zum Beispiel mal als Beispiel. Ne? Der Nimrod war also einer, der hat in dem Altertum Tierquälerei betrieben. Ne? Das war so sein Hobby, der ist draußen also mit Pfeil und Bogen durch die Kante gezogen und hat Tiere zum Spaß getötet. So. Und er hat also Götzen aus Stein und Holz angebetet und ansonsten, wir würden heute sagen, ein gefährlicher Irrer. So, und der hatte denn die Wahnvorstellung, dass der Sonne, also dem Sonnengott, regelmäßig Kinder zu opfern sind und lauter solcher Dreck. Also im Prinzip der Vorväter des Sklavenkultes und des Kinderopfers. Ne? Das war Nimrod. So, und ja, und aus der Bibel ist überliefert, dass eben er der Grund war, weshalb es die Sintflut gegeben hat. Und ich muss mal sagen, dessen Tradition hier in Deutschland fortzusetzen, das muss ich nicht haben. Ja. Wir haben ja heute viele Freimaurerorganisationen, die, ja, wie soll man sagen, deren Gott im Prinzip der Gott der Sklaverei und des Kindesmissbrauchs ist. So, und wenn ich dann noch einen Knebelvertrag, auch wenn ich dann noch von dem Knebelvertrag erfahre, dass die Kirche mit der Großloge von Deutschland abgeschlossen haben, dass sie sich gegenseitig nicht angreifen, dann brauche ich mich nicht wundern, warum in solchen Institutionen es zu geistlichem Missbrauch kommt und auch eben zu Kindesmissbrauch. Ne? Also da kann ich, da weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Ne? Deswegen haben wir uns ja ausgegründet. Wir haben ja dann gesagt, das ist weder christlich, noch können wir das verantworten. Und wir haben eben hier eine regionale Regelung getroffen, dass wir nur das akzeptieren, was in der Bibel zweifellos, klar und sauber gute zwischenmenschliche Beziehungen darstellen. Ne? Also Familie und Freunde und Geschäftspartner, alles auf einer ehrlichen Basis. Und das sind die sogenannten altgermanischen Traditionen, die eben nicht vom Nimrod sind. So. Und dafür stehen wir ein. So. Und da gab es auch damals den altgermanischen Kalender und ich habe die feste Hoffnung, dass der sehr bald auch wieder eingeführt werden kann. Sobald der ganze EU-Dreck zusammengefallen ist. Ist nur eine Frage der Zeit. Wir müssen es nur wollen. So, und dann kommen wir eben dazu, dass eben der Kalenderrhythmus und unser Biorhythmus im Körper in Übereinstimmung ist, wo man auch nicht so kaputt ist, nicht tagelang so eine, naja, eine Niedergeschlagenheit hat, weil man einfach, weil der eigene Rhythmus, der eigene Biorhythmus mit den Mundanziehungskräften, was da alles auf uns einwirkt, oder Klimazyklen, eben nicht mehr in Gleichklang ist. Ne? Da hat sich ja der große Schöpfer des Universums ja was dabei gedacht, bei dem Kalenderentwurf. Ja. Und Sommerzeit ist sowieso grundsätzlich mild. Ja, das führt nur zu Übermüdung und Abgeschlafftheit. Aber das sind alles Symptome, die, naja, sagen wir mal, kleine Pflaster sind. Unser Problem ist die fehlende Souveränität. Und mit der Wiederherstellung der Souveränität sind diese kleinen Dinge, die ganzen kleinen Symptome, die uns ärgern und es lähmschwer machen, ja, einfach durch Beschluss des Verwesers zu ändern, ne, über Nacht, wenn man so will. Ja, und das war eben der Grund, weshalb man versucht hat, in Deutschland die Macht des Verwesers zu beschneiden. Das ist der wesentliche Grund dafür, weshalb man alle kreisfreien Städte in Schutt und Asche gelegt hat. Ne? Man hat zwar gesagt, es geht um Hitler, aber es ging nicht um Hitler. Hitler war Obersalzberg oder in seinem Bunkern, ja, der war nicht in Dresden, Leipzig, Kiel und was da alles niedergebrannt wurde. Ja, da ging es also nur, dass die Zivilbevölkerung baden, so wie sich Churchill auf der Konferenz in Malta ausdrückte. So, dort hat es nur die kreisfreien Städte erwischt. Ja, fragt man sich warum. Naja, weil die Selbstverwaltungsrecht haben und weil die gesagt haben, diese und jene Entwicklung, die wollen wir in unseren Städten nicht haben. So, und das, was die dann beschlossen haben, war ein kommunales Gesetz. Das wurde einfach umgesetzt. Ja, ganz einfach. Und wenn eben gewisse Gruppen keine friedlichen Demonstrationen zu Wege bringen und sie immer Autos anfackeln wollen, nicht, dann kriegen die eben ein Demonstrationsverbot. Beziehungsweise auch einen Stadtverweis. Kann man ja alles machen. Ja? Da muss sich einfach nur
seiner Rechte als Notstandsleiter gewiss sein. Ja? Und du musst dich einfach nur die kaiserlichen Rechte mal durchlesen. Das ist ja nicht so viel, das ist ja nicht so viel wie heute. Also die ganze kaiserliche Gesetzgebung, das ist so ein Buch, da ist es nicht. Aber da ist alles drin. Ja? Das, was heute hier an Recht, an aufgeblasenem Recht vorhanden ist, sind einfach nur endlose Kommentare und Verkomplizierung eigentlich eines einfachen und überschaubaren Rechtssystems. Ja, und das gehört grundsätzlich überarbeitet. Und das ist eben auch Aufgabe, dass die Gemeinden und die Gemeinden, die eben autark sein wollen, sich eben mal an den Tisch setzen und sich überlegen, was ist in unserer Region ein absolutes No-Go und was gehört hier geändert. Ja. Und darüber muss ich eine notstandsrechtliche Verfügung machen und die gilt. Und da kann ich auch eine Kreisreform kippen, da kann ich auch eine Zwangseingemeindung kippen. Ich muss eben alle Einwohner herholen. Ich muss eben in Grünau zum Beispiel alle Einwohner in eine Halle holen, eine Wahlurne hin, dann wird der regionale Verweser gewählt und der entscheidet, Grünau gehört nicht mehr zu Chemnitz. Aus. So, das nächste, was uns dann einfällt, ist Roßdorf. Ne? Roßdorf sagt, uns ist hier das Gewerbegebiet weggenommen worden. Das ist unsere größte Einnahmequelle. Also machen wir eine Verweserwahl. Gucken wir uns eine Sporthalle aus. Eine Wahlurne hin, holen die ganzen Roßdorfer rein, werben dann einen Zettel ein, gibt es einen Verweser von Roßdorf. So, da kippt die Stadtreform. Und dann fällt es ein, dass die Klappenbacher und die Eubacher, was auch immer, die anderen Stadtteile, die können das genauso machen. Die haben alle irgendwelche großen Reithallen oder Turnhallen, lassen sich wunderbar Verweserwahlen organisieren. So, und dann geht das ganz schnell, dass der Keks ringsherum wegbröselt. Ja? Und das Loch in der Landkarte der EU immer größer wird. Und immer weniger negative Einflussmöglichkeiten hier in die Kommunen bestehen. Und das ist einfach die Lösung des Problems, was wir jetzt haben. Ja. Da gehört es einfach dazu, dass sich Leute zur Verfügung stellen, die einen Arsch in der Hose haben und die in der Lage sind, die Leitlinien ihrer Kommunalpolitik auf den Weg zu bringen. Und sobald ein Verweser für ein bestimmtes Gebiet gewählt ist, ist die derzeitig bekannte kommunale Regierung außer Dienst. Und genau in dem Moment. Das ist das Reichsrecht. Ja, das geht ja dem deutschen Recht vor. Also das Reichsrecht ist das deutsche Recht und das geht dem Bundesrecht vor, erzeugt Rechte und Pflichten, steht sogar im Grundgesetz. Ja, wir müssen es einfach nur machen. Ja, wir müssen uns klar sein über Rechte und Pflichten und dann müssen wir es einfach nur machen. Ja, und in den alten Verschwörungen, die vor dem Ersten Weltkrieg kursiert sind, da heißt es ja, dass darauf hingewirkt werden soll, dass den Deutschen ihre Rechte und Pflichten aus den alten kaiserlichen Verfügungen abhanden kommen und dass sie sich nicht mehr an ihre Rechte und Pflichten erinnern. Und dem habe ich jetzt gerade mit diesem Video einen Riegel vorgeschoben. Also wisst ihr, was ihr zu tun habt im Land? Setzt euch zusammen, macht Stammtische, Regionalstammtische, kümmert euch um die Missstände und dann macht einfach mal eine Abstimmung. Ja? Okay, tschüss.